Das erste Lok-Tor in dieser Saison sorgen Benjamin Fraunholz, neu im Team für Jiří Mašek. Er sitzt zunächst mal auf der Bank, Rico Engler, erfolgreicher Lok-Torjäger aus vergangenen Tagen. Fritz Walter Wetter im Bruno-Plache-Stadion. Es regnet ein wenig, der Rasen ist nass. Ja, warum nicht? Einfach mal draufhalten. Fraunholz prüft Kalisch im Zwickauer Tor und der hat höchste Schwierigkeiten mit diesem Ball. Mike Sadlo begutachtet die Sache von außen. Abstoß, Lok Leipzig und dann geht's schnell. Aus dem Mittelfeld heraus. Toller Pass von Stiefel auf Kellich. Was macht der? Ein Heber. Ja, klasse. Über Dolecek hinweg. Ganz groß dieses Tor vom Torjäger der Zwickauer. Kellich mit elegantem Heber zum 1:0 für den FSV. Ziegner beim Freistoß für den FSV. Und da sind sich zwei uneinig, rasseln mit den Köpfen zusammen im Leipziger Strafraum. Dolecek und Brotkorb und Nutznießer ist Drehkopf. Der staubt hier ab, 2:0. Nicht abgepfiffen übrigens die Szene. 2:0 führt hier der FSV Zwickau. Und die beiden, die da am Boden liegen, die können zum Glück weitermachen. Aber das hat richtig, richtig wehgetan. Leipzig keineswegs geschockt oder gar gelähmt von diesen beiden Gegentoren. Probiert's weiter. Nach vorne. Fraunholz. Und erster Nachschuss. Abgeblockt. Zweiter vom eigenen Mann. Und da ist Torwart Kalisch dazwischen. Wieder kein Tor für Lok. Und er, Quade, der Trainer vom FSV, ist unzufrieden mit seinem Team. Benjamin Fuß setzt sich durch gegen zwei Mann hier. Und in der Mitte, da lauert Kellich, ebenfalls gegen zwei, Mutterseele allein und es steht 3:0 für den FSV. Bleibt noch die Frage nach dem Erfolgsrezept. Wir trainieren hart dafür, definitiv. Ich denke, das ist das Erfolgsrezept Nummer 1. Wir haben einen sehr guten Kader zusammen. Die Jungs treten als Team auf und wir denken von Spieltag zu Spieltag. Und ich denke, das funktioniert momentan. Im Moment fehlt uns eigentlich alles. Und so wie wir uns dann zweite Halbzeit präsentiert haben, ja, ist das eigentlich desolat. Schwere Zeiten also für Lok in Zwickau. Da läuft's rund.